Einen wunderschönen guten Tag. Es kam eben so die Frage auf wegen Galaxiesprung. Leider habe ich den Namen jetzt nicht präsent, aber an den, der das irgendwie nicht geschafft hat. Wir hatten ja die Vermutung, dass das kommende Update ja damit zu tun hat, schon erörtert. Der Stone hat es schon mal versucht und hat gesagt, es klappt, in die Galaxie, in eine andere Galaxie zu springen. Habe ich mir überlegt, das jetzt einfach mal zu machen und zu bebildern, damit das alles etwas klarer wird. Okay, das ist ein Spoiler für diejenigen, die das jetzt wirklich nicht sehen wollen, sollten sie nicht weitergucken. Also ich sage ganz deutlich, so rot wie der Hintergrund der verlassenen Raumstation. Es ist ein Spoiler. Okay, dann legen wir mal los. Ab in meinen geliebten Alpha Vector. Den werde ich natürlich jetzt erstmal auftanken müssen. Also ich bin auf dem letzten Planeten vor der Mitte. Das heißt, noch ein Sprung geht's ab in die Galaxie. In die neue Galaxie. Der Hyperantrieb, der muss komplett gefüllt sein, sonst funktioniert das nicht. Das haben wir jetzt hier mit und dann legen wir mal los. Wie ihr seht, haben sich hier schon ein paar Leute niedergelassen, direkt am Rande. Um nirgendwo sind ja einige Basen, die vielleicht ganz interessant sind. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, sondern wir wollen Euclid verlassen und deshalb müssen wir springen. Da oben steht schon ausgewählter Weg, Ende der Galaxie. Und jetzt muss man oben rechts gucken und das ist wichtig, dass man das einfach beibehält. Wenn man jetzt rüberzieht, kommt oben ein Kreis. Mit gedrückt, bei der Maus mit rechts gedrückt, ist der Kreis sich geführt hat, dann springt das in die Mitte und schon geht die Reise los. Okay, ich zeige das jetzt nicht weiter. Viel Spaß dabei beim Sprung. Tschüss.